Hallo, liebe Pokémon-Sonne-Freunde und willkommen zurück zu einem wundervollen Part, in welchem wir uns tatsächlich in die westliche Richtung begeben, denn ich habe gehört, dass es dort endlich weitergeht, nachdem wir die Fackviecher... Warte mal. Bevor wir das machen, möchte ich schon fast darauf bestehen, dass ich noch einen Abstecher beim Pokémon-Center mache, denn ich habe das Gefühl, dass meine Pokémänner etwas mehr geschwächt sind, als sie das sein sollten. Und ich weiß nicht, ob ihr euch in der Pokémon-Welt, in der Welt der Pokémon-Spiele so gut schon auskennt, aber ihr könnt mir glauben, ein Pokémon, der geschwächt ist, ist kein guter Pokémon. Deswegen sollten sie weniger geschwächt sein. Vor allem in der Nasog-Challenge ist das nicht unbedingt optimal. Hi, Schwester! Hi, meine Pokémons! Und wenn ich schon mal da bin, könnte ich eigentlich gleich auch noch ein paar Böhnchen von dem Typen da zu unserer Linken mitnehmen. Dann werde ich ja wieder verraten mit und wie früh ich aufnehme, der Haufen Scheiße. Ey, mag ich nicht, aber er kann mir manchmal Sonnenbonbons geben, wenn ich genug verfüttert habe. So, gib mir Gummimilch. Ich trinke ja am liebsten die Muttermilch meiner Kämpfer. Köstlich, dieses Schlürfgeräusch. Diese Gummimilch könnte nicht frischer sein, trinkst sie am besten in einem Zug aus. Okay, dann werde ich das machen. Und? Illumina-Galette! Was zum Fick ist eine Galette? Was? Was? Was eigentlich Pokémon halt? Das ist mir egal, ich muss jetzt kurz googeln. Galette. Was zum Fick? Ist ein aus Britannien stammender Buchweizenpfannkuchen. Sie ist die herzhafte Variante der im deutschen Sprachraum bekannteren Crepe. Okay, das ist also ein herzhafter Crepe, was wir hier haben. Ich kenne jemanden, der ein großer Fan von wäre, von dem herzhaften Crepe. Ich kenne da jemanden. Das sieht ziemlich cool aus, das Zeug tatsächlich. Es ist irgendwie zu... Ja, es ist ein beschissener, zusammengefalteter Pfannkuchen-Crepe, was auch immer, mit Spiegeleiern und sowas drin. Hätte ich jetzt Bock drauf tatsächlich. Das würde ich jetzt lieber machen, als dieses Spiel spielen. Aber gut. Aber gut, kein Essen für mich, wie es aussieht. Ernsthaft. Da bin ich zum Essen da. Bin scheiß hungrig. Oh! Baum! Fuck! Oh, geh mir nicht auf den Sack, Ivitak. Ernsthaft. Verzieh dich, du Fuck. Wie ich. Oh, ich kämpfe sogar an meiner Dummbots-Ausrüstung. Das ist relativ cool. Oh, und ich habe inzwischen übrigens auch in Erfahrung gebracht, wo ich die TM-Siedewasser herbekommen würde. Und mir wurde auch gesagt, wo ich die TM-Surfer herbekomme. Und. Also was, ich kämpfe jetzt gar nicht mal gegen dich. Surfer sind TM inzwischen. Ich weiß, fühlt sich sehr seltsam an, sowas zu hören. Vor allem, wisst ihr was, wir werden, bevor wir weitergehen, jetzt wo ich gerade dran gedacht habe, ach nee, TM ist, Fliegen ist keine VM mehr. Ich würde mir gern tatsächlich Siedewasser holen als TM. Oh, ich bin so verwirrt. Am Plätscherhügel gibt's das, wurde mir gesagt. Wo zum Fick ist der Plätscherhügel? Ätherparadies? Plätscherhügel. Plätscherhügel. Wo wäre ich, wenn ich der Plätscherhügel wäre? Ha, das ist eine gute Frage. Meereshöhle. Route 2. Plätscherhügel. Wo zum Fick ist der Plätscherhügel? Vielleicht hier irgendwo. Ich weiß, das ist jetzt ziemlich aufregend, aber ich will die TM haben. Am Strand? Nein, natürlich nicht am Strand. Was ist das? Allein die Gedanke, dass sowas wie ein Plätscherhügel am Meer wäre, das ist absurd. Route 5. Plätscherhügel! Ja, B. Wundervoll. Das heißt, flieg mich hin, mein Glurak. Warum auch immer ich einen Glurak besitze und wir nie weiter ein Wort darüber verlieren. Und das einzig und allein als Transportmittel verwenden. Aber gut. Ich bin nicht der, der das Ganze beschlossen hat, dass das eine gute Idee ist. Ich akzeptiere es nur. So, da Plätscherhügel gibt es irgendwo die TM-Siedewasser. Aber wo? Oh, vielleicht. Vielleicht, wenn ich hier entlang surfe. Habe ich noch nicht entlang gesurft. Und? Da ist was. Oh mein. Also, keine TM. Wisst ihr was? Akzeptabel. Durchaus akzeptabel. Nicht das, was ich wollte, aber durchaus akzeptabel. Fuck, wo würde ich mich verstecken, wenn ich die TM-Siedewasser wäre? Vermutlich in einem Kochtopf oder irgendeinem heißen Gefäß oder ähnlichen, dass das Wasser, dass die Temperatur des Wassers bis zum Siedepunkt erhöht. Das wäre vermutlich der Ort, an dem ich mich verstecken würde, wenn ich Siedewasser wäre. Hallo, Araqua! Skin up, Araqua! Ich habe gehört, du bist ein
eine Wasserspinne. Trotz der Tatsache, dass du aus irgendeinem Grund wieder nur 6 Gliedmaßen hast. Aber ich denke, es ist inzwischen in Videospielen, ist das so der Standard für Spinnen und spinnenartige Wesen. Die bekommen keine 8 Beine, auch wenn sie die haben sollten. Ist aber auch ziemlich schrecklich zu animieren, zeichnen und sowas. Aber trotzdem, das ist doch ein sehr, sehr fahrlässiger Fehler, wie ich finde. Gegen den haben wir noch nicht gekämpft, okay? Ich will auch nicht gegen ihn kämpfen, ehrlich gesagt. Sag mal, hast du irgendwo die TM-Siedewasser gesehen? Da wäre ich nämlich ein großer Fan, wenn du die hättest. Das erinnert mich daran, ich sollte mir beim nächsten Pokémon Center vielleicht noch ein paar Mal Schutz mitnehmen, weil wir haben aktuell unglaublich viel Geld. Geiler Butterkeks. Wo ist... Bei den Heilungs-Items ist der Schutz bestimmt nicht. Schutz. Schutz. Wo ist Schutz? Top-Schutz! Einen einzigen. Nicht das, was ich wollte, aber gut. Nehmen wir den Top-Schutz mit. Damit sollte ich wenigstens nicht gegen die Pokémon kämpfen müssen. Das sollte die ganze Erkundung schon etwas erleichtern. Oh, vielleicht finde ich da drüben irgendwo Siedewasser. Da, wo auch die Prüfung stattgefunden hat. Fuck, ich hätte vielleicht googeln sollen, wo man die findet. Vielleicht wäre es keine verkehrte Idee gewesen. Ah, jetzt ist es zu spät, um umzukehren. Es ist zu spät. Macht doch keine Sorgen, wir machen heute eine längere Folge. Das ist okay, ich kann jetzt erstmal Zeit verschwenden. Skip vor, bis was Besseres zu sehen ist. Wir machen eine längere Folge heute. Das ist, wird alles okay. Wo bin ich jetzt gerade? Warte, was war der andere Weg? War ein anderer Weg. Bin fucking verwirrt. Hier. Wo bringst du mich hin, du Weg? Zur TM-Siedewasser. Wundervoll. Allerdings würde ich jetzt ehrlich gesagt doch gerne... Wenn ich nicht alles täuscht... Ja, fuck. Ah, wobei. Moment. Lass mich doch mal eben... Kann ich das machen? Nee. Okay. Ich muss kurz suchen. Und zwar wurde mir gesagt, wo ich Surfer herbekomme. Ich weiß, ich könnte jetzt auch einfach danach googeln, aber das wäre nicht der Real Deal, versteht ihr? Man muss die Community-Nähe vortäuschen und das mache ich in meiner Situation so, indem ich einfach in den Kommentaren danach suche. Ich werde sie jetzt nicht alle lesen, aber ich drücke STRG F und gebe dann Surfer ein. Der Hoffnung, dass ich irgendwas finde und ich finde nichts. Fuck. Surfer bekommt man an der Felsenküste von Pony. Ich habe nicht mal die geringste Ahnung, wo das sein soll. Deswegen sparen wir uns das einfach. Siedewasser. 80 ist auch absolut akzeptabel. Und der Gegner kann sogar verbrennen. Okay, ich wollte gerade sagen, Versagerdin kann es nicht lernen. Ich wollte gerade kurz wütend werden. Aber wie es aussieht, kann Versagerdin diesen Angriff doch lernen. Ha. Ja, was? Wir packen Taucher weg. Ist sowieso ein physischer Angriff und ich glaube, der physische Angriff von... Fuck, was war von Versagerding jetzt schlecht? Der spezielle oder physische Angriff? Wie es war der... physische Angriff, der gut war. Da bin ich ein bisschen wütend. Spezialangriff ist höher. Okay. Wobei das Wesen den normalen Angriff auch erhöht. Aber nein. Wir akzeptieren das so, wie es ist. Und dann gehen wir zu Glurak. Und dann begeben wir uns wieder weiter in die... Fuck, wo war ich denn? Hier war ich, oder? Ja, hier war ich. Das ist auch mein Ziel. Genau. Aber ich kann ja nicht hinfliegen. Okay. Wir haben es geschafft. Wir können weitermachen. Cool. Das hat ja nur 3 Jahre gedauert. Fuck, MOP. Ich finde es voll super, dass du solche Sachen, wenn du sowas suchst, dich raussteigst oder so. Ich weiß, ich auch. Ich bin auch ziemlich begeistert davon. Und jetzt lasse ich mal eben meinen Taurus-Rambock auspacken. Wenn du verstehst, was ich meine. Und dann können wir uns endlich weiter... auf den nächsten Weg begeben. Nächster Weg. Nächster Weg. Schutz-Item wirkt nicht mehr. Apropos, erinnere mich daran. Halte dich von den Bäumen fern. Denn die Bäume sind schrecklich und wollen dich umbringen. Du bist der Dumbatz-Trainer und du bist ein Polizist, der gegen mich kämpfen wollte. Und hier ist unser... Macht ihr einen Freestyle-Battle gegen das Schild oder was ist los? Nein, ich möchte kein Rap-Battle mit euch machen. So geht weg und kauft eure neuen Alben oder was ihr Kids so macht. Jo, was geht? Ich nehme nur mal eben die Haltestelle mit. Nein, ich möchte kein Crack-Kokain kaufen, guter Mann. Wenn das der Slang-Begriff dafür war. Das möchte ich nicht. Hey, das ist unser Busstopp. Wer nicht hören will, muss fühlen. Ich möchte es nicht kaufen, habe ich gesagt. Shit.
Ah, so teuer. Okay, dann ziehen wir das durch. Dann ziehen wir das durch. Warum hast du euch blaue Haare, Herr Team Skyrüpe? Weißt du was? Du bekommst das Set, ist mir egal. Hast du eben blaue Haare? Und du hast mir einen Freundschaftsball oder so gefangen. Das finde ich ziemlich lieblich von dir. Versagerdin? Zeig uns, wie stark du werden kannst mit dem Siedewasser. Zeig es uns! Ich glaube daran, dass Versagerdin damit jetzt enormen Schaden auszahlen kann. Siedewasser. Konfusstrahl, du Haufen Scheiße. Fällt mir ein, es gab mal irgendein Spiel, ich weiß nicht mehr welches, aber es gab irgendein Pokémon-Spiel, der hieß ja Strahl... Ah, er hieß ja nicht Konfu... Alter. Er hieß ja nicht Konfusstrahl, sondern Konfusstrahl. Irgendein Spiel muss er gegeben haben, oder eine Karte, ich weiß es... Willst mich gerade verarschen, das fragt mich. Friss Siedewasser! Naja, er brennst du auf dem Scheiße. Genau, es gab irgendein Spiel oder so, wo das, Konfusstrahl hieß, der Strahl. Und deswegen war ich dann auch eine Zeit lang immer der Meinung, dass der Angriff insgesamt Konfusstrahl heißt und nicht Konfusstrahl. Mann, habe ich mich getäuscht. Aber hey, das ist eine Geschichte, die man so, Konfusstrahl mal erzählen kann. Denke ich. Das war ziemlich aufregend. Und hey, ein Level-Up für Versagerdin. Wundervoll. Und du wirst gepflegt, Alter. Kann ich das während dem Kampf machen? Oh, der Kampf ist zu Ende. Irgendwas. Ich habe nicht durchgelesen, was er gesagt hat. So, mein kleines Versagerdin. Ich würde sagen, wir geben dir ein paar Töpferchen, damit du wieder gesund wirst, mein Kleiner. Wenn du gesund wirst, bist du wieder bereit, die Körperteile von all diesen Nicht-Meeresbewohnern zu brechen. So stark, wie es dir nur möglich ist. Ich bin jetzt schon stolz auf dich, Versagerdin. Du bist wie der Sohn, den ich nie hatte, weil mein jetziger scheinbar sich weigert, mir was zum Essen zu kochen. Deswegen ist Versagerdin mein Lieblingssohn. Verloren, aber wie es bei uns üblich ist, lasse ich gleich meinen Bro hier antreten. Okay. Bist du mir auch schnuppe, wie stark du bist im Kampf gegen meine Moves den Twist? Hat er nicht gesagt! Alter! Ich hab gesagt, ich bin nicht bereit für Rap-Battles, ich will das nicht machen und du brichst es mir trotzdem. Haufen Scheiß, du treibst es zu weit. Reiß dich zusammen, okay? Die Skellrüppel fordert dich heraus. Gut, forder mich heraus. In einem klassischen Mann-gegen-Mann-Kampf. Meine, Freestyle-Skills gegen deine. Und du kannst nicht reden, weil das Spiel, weil die von Game Freak... Alter, wie radikal aussieht. Weil die von Game Freak immer noch zu geizig waren für die Sprachausgabe. Also, habe ich instant gewonnen. Was, willst du dich beschweren? Ich kann dich nicht hören, Team Magma. Nicht Team Magma. Team Skyrüppel, ich kann dich nicht hören, wenn du dich beschweren willst. Fuck, Siedewasser. Ach, Volltreffer war das. Wollte gerade sagen, das ist ziemlich stark. Ja, auf jeden Fall kannst du kein Rap-Battle gewinnen, wenn du nicht reden kannst. Krass, die Bushaltestelle wiegt so viel wie ein Geowatz. Weißt du, was noch so viel wie ein Geowatz wiegt? Mein enormes Genital, nachdem ich dich im Kampf besiegt habe. Möchtest du es mal anfassen? Keine Haltestelle, kein Bus. Claro, wir wollten den Busfahrer nur einen Gefallen tun. Warum wolltet ihr das Schild klauen? Mann, jetzt ist meine Laune im Eimer. Mann, komm, gehen wir zurück zu unseren Leuten. Okay, dann tu das. Dombatz. Hallo, wie bin ich? Hallo, Kukui. Skid up, Kukui. Es ist ein Typ von dem Skamir vorbeigeraus. Sie sah ziemlich fertig aus. Hast du dich so in den Schrank gewiesen? Mit deinem Talent sollst du dich als Herausforderer an der Pokémon-Liga versuchen. Was ist ein Herausforderer, Professor? Als ein Herausforderer bezeichnet man jemanden, der jemanden herausfordert. Am schnellsten kommt man mit dem Bus zum Gipfel des Hakuladi-Bergs. Schneller als der Nebelhieb dich in die Lüfte katapultieren würde. Okay, gut. Dann werden wir da mal hingehen, schneller als ein Himmelhieb mich in die Lüfte befördern könnte. Und wir packen mal Rassublone an die erste Stelle, denn Rassublone hat, glaube ich, selbst sich weiterentwickelt, hat nicht einmal gekämpft, dabei ist Rassublone das Highlight unseres Teams. Viel besser als Pepe. Apropos Pepe, also es gibt eine unglaublich schöne Neuigkeit, die ich für euch habe, eine unglaublich unschöne, meine ich natürlich. Der Kokowai-Bus. Schnell sicher von A nach B, dann bitte zügig einsteigen. Ha! Zügig! Weil es ein Bus ist. Das ist ein anderes öffentliches Verkehrsmittel. Auf jeden Fall
Ich habe bei Pepe immer einen großen Fehler gemacht. Und zwar habe ich gesagt, dass niemand seine Fruity Loops anfassen soll. Das heißt, ich habe keinen Fehler gemacht. Die Cornflakes. Die Cornflakes, die ich meinte, hießen Fruit Loops. Fruity Loops ist dagegen ein Programm, welches man auch als FL Studio kennt. Ihr wisst schon, dass ihr euch irgendwann mit 13 Jahren oder so runtergeladen habt und dachtet, ihr werdet jetzt ein Musiker. Falsch gedacht. Auf jeden Fall ist das Fruity Loops. Das wiederum heißt, Pepe will nicht, dass jemand seine Fruity Loops anfasst. Und das wiederum heißt, dass Pepe, er ist ein sicker DJ, okay? Er macht die sechsten Beats. Also fass seine Fruity Loops nicht an. Du zerstörst dein Meisterwerk. Er pickt dir deine beschissenen Augen aus und er hackt dir deine Finger ab, wenn du ihm in sein Meisterwerk hineinfuschen möchtest, okay? Hätten wir es geklärt. Es ist bestimmt nicht, welcher Berg der Hälfte ist. Halt die Schnauze. Nein, eigentlich will ich es nicht wirklich wissen. Aber erzähl mir bitte mehr. Lauf da drüben, wie männlich. Oh Mann, ist das etwa einer dieser Berge? Kannst du es majestätischen Berg da hinten sehen? Ich würde ihn nicht als majestätisch bezeichnen. Und ich verstehe nicht ganz, warum er so eine Art Plateau da oben hat. Aber gut, das ist wohl der Berg, wie mir scheint. Es ist ein heiliger Ort. Dort ist man dem legendären Pokémon, das der Verkörperung der Sonne geht, am nächsten. Genau dort, auf dem Gipfel des Mount Lalaquila. Dort soll die neue Pokémon-Liga entstehen. Ich bin Professor. Der Trainer früher Riesenmannschaft beendet hat, trat sich auf dem Gipfel des Mount Lalaquila gegen die Inselkönige an, um Inselmannschaftschamp zu werden. Ich möchte sowohl diese Tradition Alolas, bla 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 bla. Ja, halt den Mund. Ja, ich wäre unglaublich gerne der Inselwanderschaftschamp, Mann. Ey, ich bekämpfe dafür einfach alle Trainer, so kompliziert ist es nicht. Reitest du auf deiner beschissenen Rassublone, dass ich hier oben retournieren kann, oder ich nur beim treuen Pokémon? Ich auch! Autos in der Pokémon-Welt, es widert mich an! Wollte ich ihm nochmal mitteilen. Oh, da ist ein Pokémon Center. Vielleicht sollte ich da mal eben reingehen. Wenn wir schon mal gerade hier in der Gegend sind. Hallo, Schwester. Möchtest du gerne mal untersuchen, was sich in meiner Hosentasche befindet? Es ist eine Schachtel Pralinen. Für dich. Dass sie geschmolzen sind, zeugt nur von meiner heißen Liebe, die für dich weiter entfacht. Tsch, au, nicht anfassen. Diese Liebe ist selbst für mich zu heiß. Verstehst du? Gut. Ich habe mit meinem Pokémon geredet, falls ihr euch wundert. Mit Rastublone. Mit Rastublone habe ich geredet, nicht mit Schwester Joy. Schwester Joy ist widerlich. Mit der will ich keine Worte wechseln. Von der will man sich eher ferner. Ach, du schon wieder. Hallo und einen guten Tag. Alola, ich wollte gerade sagen, was willst du mir mit Hallo sagen? Willst du mir ins Gesicht spucken? Halt dich an die Traditionen, wenn du schon aus irgendwelchen Gründen hier bist. Es gibt hier ein Pokémon namens Miteno. Es ist wie eine Sternschuppe vom Himmelfeld. Der Kern von Miteno kann übrigens auf unterschiedliche Arten leuchten. Oh, wow! Aber in der Regionalform scheint es sich ja nicht so, weil das Pokémon nur hier existiert. Mondball. Danke, Leder Eich. Ich nenne jetzt einfach Lederprofessor Eich. Er sieht nämlich aus wie Guide Your Little Big Planet gespielt. Hat ja Little Big Planet gespielt. Da gibt's die sogenannten Sackboys, okay? Das sind kleine Sackfiguren. Und denen kann man aus verschiedenem Material machen. Und man kann sie sich auch aus Leder machen. Und ein Leder-Sackboy sah so aus wie Alola Professor Eich. Oder wirklich? Nein, das ist aus! Na, der große Maskerian persönlich beehrt uns mit einem Besuch. Oh, bitte, das ist Marlon. Er ist ein alter Schafhase, bla bla bla. Naja, der fantastische Maskroyan hat gesprochen. Es kann eben nicht jeder so groß rauskommen wie du, mein maskierter Freund. Aber er hat recht. Meine Tage als Captain liegen zwischen hinter mir. Du bist irgendwo wie männlich, stimmt's? Hast du schon mal ein Mädchen berührt? Ich nicht. Danke, dass du so weit Weg mit hierher auf dich genommen hast. Aber Chris, unser Captain, ist sehr beschäftigt. Er berechnet die Flugbahn von Kometen und kümmert sich um die Instandhaltung. Ich wohne noch in der Wohnung meiner Mutter. Das Festival Plazas
Deshalb werde ich erstmal überprüfen, ob du qualifiziert bist, die Prüfung abzulegen. Früher haben Kukui und ich zusammen Abenteuer erlebt und gemeinsam trainiert. Jetzt wirst du erfahren, was ich damals gelernt habe. Du hast auf jeden Fall nicht gelernt, wie du einen mächtigen Trainer wie den legendären MOP männlich mit deinen brachialen Skills ausschalten kannst. Bro, das hast du nicht gelernt. Panzer Aeron. Ja, das erinnert mich an Klumpi. Klumpi war ein 1A-Pokémon. Fuck. Bodentyp ist jetzt nicht das Optimum gegen den Flugtyp. Die sind alle nicht das Optimum. Aber ich denke, Versagerdin sollte ganz gut unterwegs sein. Ey, mein Stahl ist nicht sehr effektiv auf Versagerdin und Wasser ist neutral. Und Neutralität ist das Beste, was wir hier erwarten können. So wie du denn beim Kontakt mit weiblichen Personen, Chris. Neutralität. Wenn sie das Pfefferspray nicht rausholen, dann hast du den Jackpot geknackt. Sie werden trotzdem nicht mit dir reden, aber für mehr wird es nicht reichen, Chris. Ich weiß, wie du dich fühlst. Du bist wie ich. Und ich bin wie du. Nur ich habe das Gefühl, dass du erfolgreicher bist. Auf dem Scheiße. So, und jetzt fass dein Panzer Aeron an. Das ist aus Metall und ich hab's scheiß warm gemacht mit meinem Siedewasser. Ein Metang? Wie exotisch. Hallo, Metang. Es ist irgendwie seltsam, gegen Metang zu kämpfen. Weil Metagross ist so ein Pokémon, die Vorentwicklungen sind halt so hart scheiße, dass man sie nie für irgendwas verwendet. Nie. Für irgendwas. Vor allem Tanhill. Tanhill ist so kacke. Ich meine, es kann doch Bodycheck lernen. Konnte es früher zumindest. Aber wisst ihr, was ich ziemlich cool finde an der Entwicklungsreihe von Metang und Tanhill und sowas? Also bei Metangs Design, die zwei Arme, die Metang hat, die sind ja quasi zwei kleine Tanhills. Und bei Metacross, ein Dicktri. Du Dummatz. Und bei Metacross, oh, diese Mähne. Oh, so majestätisch. Fuck. Auf Metallklaue. Wie auch immer. Das sind Maulwürfe, die bekommen das hin. Auf jeden Fall, Metacross hat dann vier kleine Tanhills quasi als Füße bzw. Arme. Und das finde ich eigentlich relativ cool. Dass man mit einem kleinen Tanhill anfängt und dann immer mehr Teile dazukommen und auch mehrere Tanhills irgendwie. Seht ihr? So kann man es kreativ umsetzen, wenn ein Pokémon irgendwie, wenn aus einem. Fuck, es ist doch physisch stärker als speziell. Wir bleiben einfach mal bei der Finte. Nein, bekannte Attacken behalten. Auf jeden Fall, so kann man eine Entwicklung, wo ein Pokémon einfach mehr Köpfe sowas bekommt oder mehrere von den gleichen Exemplar auf einmal da sind, so kann man die gut umsetzen. Wie bei Metacross. Habe ich recht, Marlon? Ich dachte, du bist Chris. Wer bist du? Alles klar, du hast die nötige Qualifikation, um die Prüfung anzulegen. Hast du das gesehen, Marlon? Ich glaube, er ist stärker, als wir es bei unserer Einzelmannschaft waren. Noch etwas. Warum nennst du mich ständig Material? Sehe ich bei diesem extrem erfolgreichen und bildhübschen Profi-Wrestler denn so ähnlich? Aber gut, ich gehe mal zurück nach Mighty City zum Tiergarten. Tali ist inzwischen sicher genug Malasada-Schaputz. Ich werde ihn herbringen. Tali! Ich mag Kukui nicht. Es ist schön zu sehen, dass sich mein alter Freund kein bisschen verändert hat. Ich schaue dich ruhig in unsere Sternwarte, Pimel. Du bist herzlich willkommen. Du bist ein seltsamer Typ, Marlon. Aber ich mag dich. Das war eine Lüge. Ich könnte jetzt zurück ins Pokémon Center gehen und meine Pokémon alle schnell aufheilen. Oder. Alter, die Musik hier. Musik geht voll ab. Oder wir ziehen uns. Ups. Mal eben einen Supertrank rein für Versagerdin. Das ist auch eine Möglichkeit. Ey, ich mag die Supertrank-Methode. Was haben wir denn hier? Hallo! Ein astronomisches Teleskop ist im Grunde nichts anderes als eine Digitalkamera. Redest du gerade über deinen Penis, alter Mann? Ich bin 11 Jahre alt! Nein, ich möchte mit dir nicht den Nachthimmel betrachten. Ey, die Karte, die ich dir in die Hand gedrückt habe, auf der steht meine Handynummer. Treffen uns heute Nacht. Okay, gehen wir weiter. War der Magnetilo? Da ist noch ein Magnetilo, hallo. Briss, briss, briss. Das sage ich auch immer. Deswegen reden die Leute mit mir nicht. Weil ich immer nur briss, briss, briss sage. Oh Gott, nein. Der Schwabbelmann. Ja, Chris, eine Kontrollzentrale. Ein neues Ziel befindet sich im Anflug, vermutlich. Sag mal, magst du den Festival Plaza? Sei realistisch.
Ah, keine gute Antwort. Egal, fangen wir einfach an. Wo? Hier und jetzt. Pat. Im Prinzip ist es das Ziel der Prüfungen, das jeweilige Herrscher-Pokémon hervorzulocken und ihm mit eigener Stärke zu beweisen. Da kam mir eine Idee. Was wäre sein Weg, im Herrscher-Pokémon auf der Stelle herbeizurufen? Also habe ich ein bisschen rumprobiert und eine Maschine gebaut, mit der man einen Herrscher-Pokémon herbeirufen kann. Wo ich diese Maschine erfunden habe, dafür muss ich etwas weiter ausholen. Oh Junge, etwas weiter ausholen? Das machen die Leute in dem Spiel in der Regel nie. Finde ich gut, dass du das machst. Ja, in der Sternwarte suchen wir in erster Linie Schallwellen aus dem All. Okay, gut. Wir Menschen können diese Schallwellen leider nicht wahrnehmen, Pokémon hingegen schon. Die Schallwellen, die wir hier abgefangen werden, schließlich in die weite Welt hinausgeschickt, damit wir prüfen können, wie die Pokémon auf sie reagieren. Das Equipment, das dabei zum Einsatz kommt, stellt die Grundlage für eine Maschine zum Rufen der Herrscher-Pokémon dar. Schallwellen, die wir hier abfangen, haben uns aber auch bei der Entwicklung des Sicherheitssystems der Sternwarte geholfen. Die Idee dafür stammt übrigens nicht von mir, sondern von Marlon. Wo wir gerade dabei sind, hast du den Versager gesehen? Und bei seinen Eltern? Er ist 40. Ich wollte meine Maschine eben einweihen. Sieh das Experiment doch einfach mit an. Ich wäre Herrschomat Modell 2.0. Also dann Herrscher Poké Zap. Zap! Ah, ein Stromausfall! Verflixt, die Tür ist verriegelt! Was für ein Zufall, dass das genau jetzt passiert. Wie kriege ich denn jetzt das Sicherheitssystem deaktiviert, damit ich die Tür öffnen kann? Ah, hier ist automatisches Soundeffekt-Quiz. Das Herrscher-Pokémon ist auf dem Weg hierher. Okay, okay. Prüfung beginnt, okay. Warte, aber das sollte die Elektroprüfung sein, oder? Damit sich die Tür öffnet, muss zuerst ein Soundeffekt-Quiz absolviert werden! Frage 1. Welches Ereignis ordnet man dem folgenden Soundeffekt zu? Es ist, Unwohlsein, Ekel, Damenbart und Pokémon heilen. Richtig. Mabu! Wow, die Tür ist aufgegangen, ist ein Pokémon-Zimmer eingedrungen. Das ist dann wohl ein Fall für dich, MOP Männlich. Ja! Yeah! Wen haben wir denn da? Ein Mabula. Ich wusste, dass es Mabula ist, weil es Mabu gesagt hat. So, Rastublone. Ich hoffe, du bist für einen bedingt schweren Kampf bereit. Warum haben die... Ach so, nicht sehr effektiv. Mach den Stampfer. Ey, du legst dich gerade mit dem Pferd an. Weißt du was? Weißt du, was du machen solltest? Mabula, weißt du, was du machen solltest? Du solltest Komprimator einsetzen und dann wird mein Stampfer so fucking effektiv. Apropos, von vielen Angriffen, die diese seltsamen Nebeneffekte haben, das wissen übrigens scheinbar viele Leute daher, dass es in Pokémon Stadium 1 oder 2 so einen Attackenquiz gab, wo einem solche Dinge erklärt wurden. Ey, Schlinge ihr! Das weiß ich jetzt, woher ihr das wisst. Das habe ich inzwischen herausgefunden, weil es jemand mir gesagt hat. Wie auch immer. Ich wusste, du magst das irgendwie männlich. Dumm, dass die Tür wieder zugegangen ist, während wir geplaudert haben. Kaka. Präsenz des Herrscher-Pokémons wurde in Pferde festgestellt. Hey, da hätte man nach oben gehen können. Damit sich die Tür öffnet, muss zuerst ein Soundeffekt-Quiz absolviert werden. Frage 2. Welches Item hält man bei dem folgenden Soundeffekt? Also fick! Rotom Pokédex. Richtig. Akub! Das ist jetzt die Weiterentwicklung von Mabuna. Danach muss ich noch ein Quiz machen und danach kommt die letzte Form als Herrscher-Pokémon. Sehe ich das richtig? Ein Akub? Hallo Akub! Magst du Akkus, Akub? So, bist du schon vom Typ Elektro? Ja, bis zu Pferdestärke ist effektiv, okay. So, versetzt jetzt einmal Pferdestärke ein und danach würde ich ehrlich gesagt Rastublone gerne nochmal heilen. Klammer. Ja, mach was immer du für richtig hältst. Denn mit so viel KP würde ich eher ungern. Fuck. Warte mal. Die Weiterentwicklung von Akku
Mir fällt gerade auf, dass es eventuell passieren könnte, dass diese verdammte Weiterentwicklung gar nicht vom Typ Elektro und Käfer ist. Ich meine, das hat ja Flügel. Es ist vielleicht vom Typ... Nee, nicht Elektroflug. Ein Elektroflug wäre zu... Kann ich mir nicht vorstellen. Hoffen wir einfach auf das Beste, dass Rassoblone da ein bisschen was machen kann, denn der Rest meines Teams ist unter Umständen ein bisschen anfällig für Elektroangriffe. Okay, aber ist jetzt nochmal gepflegt, Rassoblone. Alter, das sind Werte, die ich sehen will. Wundervoll. Weiter so, Rassoblone. Und einen sicken 180 hast du hingelegt, weil das ist ein Kickflip oder eher ein... Hat da wieder jemand den Pua gewühlt? Diese Pokémon wissen einfach nicht, dass man sich nicht in die Kacke legen sollte. Ah, das wirst du doch lernen, Rassoblone. Das wirst du doch lernen. Aber keine Angst, ich habe auch jemanden, du kannst auch das einfach so weitermachen, denn ich kenne da jemanden, der zahlt mir enorm viel Geld für ein Video davon, wie du dich genau in diesen Exkrementen wühlst. Das heißt, wenn du das noch weitermachen willst, dann können wir da einen Deal ausarbeiten, okay? Der, von dem wir beide profitieren. Ich sag's nur, ich werf's nur mal in den Raum. Mach mit diesem Wissen, was du willst. Ich weiß, was ich machen würde. Ich wusste natürlich, dass du das packst, OP männlich. Wenn wir blau, dann ist die Tür nur leider schon zugegangen. So ein Zufall. Keine Sorge. Das Herrscher-Pokémon kommt immer näher. Oh shit, es kommt angeflogen. Wie ein kleiner Hightech-Helikopter. Deaktivierungssequenz des Sicherheitssystems bei 50%, damit sich die Tür öffnet. Welchen Soundeffekt? Scheiße. Ach du Scheiße. Ich weiß nicht mal, was ein Goofer ist. Fuck! Bei einer falschen Antwort verteilt das Sicherheitssystem Elektroschocks. Also Manon, so weiter geht nämlich bald selbst den Typ Elektro an. Hey, so Chris, sieh einfach das Positive, dann wer zu... Ach, was auch immer. Okay, wen hört man da rufen? Ach, Coop? Richtig! Okay, die Tür geht zwar auf, aber das ist bestimmt wieder. Ach, Coop! Muss ich doch, kümmere dich am besten wieder drum, MP männlich. Oh Gott, wie lange wird das Ganze hier noch gehen? Ich habe nicht jetzt schon keine Lust mehr. Ein Akku erscheint. Mann, das ist ja was ganz Neues. Mein Monitor geht aus. Aber gut. Akub, was machen wir denn am besten gegen dich? Wir machen vermutlich das gleiche wie jeden Abend. Pferdestärke. Starke Pferdestärke. Du machst Ladevorgang. Oh shit, seine Spezialverteidigung steigt. Nicht die Spezialverteidigung, stampf ihn zu Tode. Oh, ich mag die Animation von Stampfer, das ist ziemlich super. Du hast alles im Griff, OP männlich, super, aber schon wieder ist die Tür zugegangen. Warum mache ich bloß immer den gleichen Fehler? Das Herrscher-Pokémon, ich spüre es für mich, es muss ganz nah sein. Ich spüre es auch. Das Herrscher-Pokémon ist bereits sehr nah. Das sieht dann halt von dem Kokomai-Bus. Oh, wundervoll. Warum hat Kokomai eigentlich Alola Kokomai, an seinem Arsch noch so einen zusätzlichen Kopf? Ja, das habe ich bis heute nicht verstanden. Okay. Es ist weder ein Trainer noch ein wildes Pokémon. Nach dem Ausschussverfahren werden wir also das Geräusch nehmen, an dem ich mir unsicher bin, wie es klingt. Herrscher-Pokémon! Richtig! Fuck. Das Geräusch, das ist hier. Nein! Das ist es. Herrscher-Pokémon. Zeig, was in dir steckt, der irgendwie männlich. Donarion aus Herrscher-Pokémon der Sternwarte ist erschienen. Oh fuck, es ist Donarion. Nicht Donarion. Herrscher greift an. Ich hoffe jetzt einfach, dass es nicht vom Typ Flug ist. Weil wenn es nicht vom Typ Flug ist, dann... Oh, wisst ihr, was wir erstmal machen? Es sieht mir doch eher nach einem... Ich behaupte mal,
Donarion ist ein... Ja, ich behaupte, es ist ein physischer Angreifer. Das heißt, wir machen eine geile Eisenabwehr. Auch wundervolle Animation. Meine Verteidigung steigt stark. Es ruft Mitstreiter. Okay, aber meine Verteidigung ist stark gestiegen. Das heißt, wir werden die Verteidigung nochmal stark steigen lassen. Und dann sollten wir doch eigentlich ganz gut dastehen, solange wir keinen Volltreffer abbekommen. Dieser kleine Punkt mit dem, solange wir keinen Volltreffer abbekommen, gefällt mir genauso wenig wie euch, Leute. Macht euch da nichts vor. Der gefällt mir auch nicht. Seht ihr, es war noch zu viel Schaden. Eisenabwehr. Und wisst ihr was? Ich glaube, danach werde ich mir noch eine Eisenabwehr gönnen. Denn dann haben wir unsere Verteidigung ausgemaxt. Mehr werden wir nicht bekommen. So, und ich hoffe einfach auch mal darauf, dass Akku nichts gegen uns machen kann. Das im Grunde nur Elektroangriffe und Fadenschuss hat. Das wäre ziemlich super. Na komm schon. Geh verbiss. Lehmschirm. Du Fuckviech! Nein. Es senkt meine Genauigkeit. Okay, wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns beeilen. Meine Genauigkeit wird gesenkt. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Greif einfach Donarion an. Greif es an. Ah, fuck. Das Problem ist, wenn alles schief läuft, ich könnte... Oh Gott. Ja, das ist ja nicht so viel Schaden. Es hat Schwebe. Oh, es hat Schwebe. Ich dachte, es hätte irgendeinen fancy super neuen Effekt oder so. Okay, Limonade. 70 KP aufgefüllt. Das ist, denke ich, erstmal genug. Die Frage ist... Ah, shit, sie haben... Ich bin mir unsicher, was ich am besten machen soll. Ja, fuck, ich glaube Rastublone. Ich werde jetzt einfach mit Rastublone noch versuchen. Donarion ein bisschen Schaden mit auf den Weg zu geben. Das wäre das Optimale. Und danach wechseln wir vermutlich wieder zu Steinoman aus, wie jedes Mal. Denn Steinoman sollte mit seinen Gesteinsangriffen wenigstens sehr effektiv sein. Ja, oder wir wechseln Rastublone gleich ganz aus, weil das bringt so nichts mehr. Ja, das wird nicht mehr treffen. Crab Rider bringt uns nichts. Pepe, Schwäche für Elektrizität. Versager, die Schwäche für Elektrizität. Nofseratu, Schwäche für Elektrizität. Steinoman! Das ist dein Einsatz. Zeig uns, aus welchem Material du gestützt bist. Aus welchem Stein? Okay, ich weiß, was ich auf jeden Fall erstmal machen werde. Mach bitte... Oh, Lehmschelle. Ah, nee, Lehmschelle ist ja sehr effektiv. Okay, macht kaum Schaden. Und meine Genauigkeit kann nicht gesenkt werden. Oh mein Gott, Steinoman! Warum bist du so gut? Z-Kraft? Z-Schärfer? Nein. Wir machen erstmal einen geilen... Wir stellen einen geilen Reflektor auf, würde ich erstmal sagen. Warum bin ich schneller als die beiden? So, Reflektor hat meine Verteidigung ganz ungemein erhöht. Alter. Und Donnerwelle. Okay. Okay. Wir wechseln wieder auf Rastublone aus. Und wenn ich richtig liege, sollten sie beide jetzt Elektroangriffe machen. Und seine Genauigkeit ist wieder normal. Es macht Lehmschelle. Fuck. Also, Verteidigung ist wieder normal, aber wir haben den Reflektor offen und seine Genauigkeit ist auch wieder normal. Das könnte hilfreich sein. Stampfer. Auf Fuckmon. Komm schon. Stampfer auf Fuckmon. Komm schon. Stampfer! Das ist absolut kein akzeptabler Schaden. Das ist kein akzeptabler Schaden. Fuck. Stampfer. Oh, dieser Kampf gefällt mir aktuell überhaupt nicht. Oh, dass es ausgerechnet Schwebe hat. Das ist halt die Sache, die alles hier ein Stück weit für mich kaputt macht. Und es hat so einen enormen Angriff. Und es schreckt nicht zurück. Steinoman ist paralysiert. So, Rastublone müsste aber eigentlich noch
eine Runde austanken können. Das wiederum bedeutet, wir könnten dann... Ah, fuck. Oh Gott, Klammer. Au. Oh Gott. Ja, Reflektor lässt nach, okay. Das heißt, wir wechseln jetzt auf Steinoman. Da sollten sie beide ihre relativ schwachen Angriffe drauf machen. Und mit Steinoman werden wir dann erstmal einen Reflektor wieder aufstellen, um irgendwie überleben zu können. Und dann sehen wir, was passiert. Und sehen wir einfach mal, was passieren wird. Das ist halt so ein starker Angriff. Reflektor. Das Problem ist, ohne den Reflektor kann ich halt echt nichts machen. Sein Funken, der Funkensprung von dem Dunarion, er ist halt so stark. Vielleicht war er auch nur so stark, weil es davor zweimal dieses Aufladungsteil eingesetzt hat. Ich bin mir nicht sicher. Nee, der ist wirklich so stark. Und es macht Donnerwelle. Wenn ich sowas wie Top-Genesung hätte, wäre es halt unglaublich gut. Okay. Behebt alle Statusprobleme eines Pokémon? Nein. Okay, die machen alle das gleiche, wie mir scheint. Ja, wir beheben alle die Statusprobleme. Ich habe nicht zufälligerweise eine Top-Genesung, nein. Okay, pass auf. Hypertrank macht doch 120 KP. Wir machen Hypertrank. Und dann... Oh, es macht Ladevorgang, ist nicht gut. Fucking fuck. Es macht Lehmschelle. Eine Lebensschelle kann uns nichts antun. Okay, pass auf. Jetzt machen wir dann Paraheiler. Ich wollte jetzt eigentlich zuerst versuchen, so anzugreifen, aber... Ich glaube, das Risiko, wenn man paralysiert ist, dann anzugreifen, ist mir ein bisschen zu hoch tatsächlich. Wenn ich halt Statusveränderung hervorrufen könnte, wäre es auch unglaublich hilfreich. Funkensprung. So viel Schaden. Einfach mal so lächerlich viel Schaden. Dieser Fuck-Angriff. Aber jetzt sollte sein Dingens-Dings ja eigentlich vorbei sein, nehme ich an. Seine Aufladung. Ladevorgang, okay. Reflektor ist vorbei. Das ist nicht gut. Donnerwelle. Das heißt, nächste Runde werdet ihr jetzt wieder Lebensschelle und Funkensprung einsetzen. Shit. Lehmschelle und Funkensprung. Okay, ich kann nicht viel machen. Ich muss jetzt nochmal heilen. Und zwar müssen wir jetzt erstmal Steinoman heilen, damit er irgendwie überleben kann. Komm schon. Lebe, Steinoman, lebe! Funkensprung. So lächerlich viel Schaden. Okay, das war... Reflektor hört auf zu wirken. Das ist nicht gut. Ich dachte, Reflektor hätte noch Oh, fuck. Ich weiß nicht, was ich machen soll am besten. Aber ich kann es mir nicht leisten, Steinoman zu verlieren. Das heißt... Entweder wirst du Lebensschelle jetzt überleben oder nicht. Es tut mir leid, eine andere Wahl habe ich gerade nicht. Es tut mir leid. Oh, du überlebst. Okay, dann tut es mir nicht leid. Dann ist alles cool, alles cool, alles cool. Dann machen wir noch einen geilen Hypertrank. Auf dich. Oh Gott! Wir haben schon über die Hälfte! Wir haben schon über die Hälfte! Dieses verdammte Fuckviech! Warum muss es ausgerechnet Schwebe haben? Wenn es nicht Schwebe hätte, wäre es alles kein Problem. Du machst Klammer, okay. Okay, wisst ihr was? Vielleicht können wir es jetzt schaffen. Stampfer. Einfach immer angreifen. Immer weiter angreifen. Einfach nicht aufhören anzugreifen. Das ist das Wichtigste. Okay, Verbiss. Das ist nicht gut. Stampfer. Yeah! Fuck, es lebt noch zu lange. Wie viele AP hat eigentlich Käferbiss? Ich glaube nicht übermäßig viele, oder? Das heißt, wenn wir Glück haben, ist der Käferbiss vielleicht sogar bald leer. Mir fällt gerade auf, dass sie
nur 70 Damage gemacht haben nach zwei Runden. Eigentlich hätte ich vielleicht sogar noch eine Runde überstehen können, aber gehe das Risiko nicht ein. Okay, Verbiss. Das ist was ganz Neues. Klammer. Okay. Solange er keine Lebensschelle einsetzt, ist eigentlich alles ziemlich fantastisch für mich. Komm schon, Stampfer. Stampfer, 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 Stampfer! Käferbiss. Oh, fuck. Willst du mich verarschen? Okay, nochmal. Wir machen das Ganze nochmal. Ich werde so viel Tränke einsetzen, wie ich das für nötig halte. Übrigens, danke der Nachfrage. Ist mir egal. Ich werde bestimmt nicht aufhören, mich zu heilen. Okay, Käferbiss. Ja. Klammer. Warum setzt es keine Lebensschelle mehr ein? Das ist ein bisschen seltsam. Komm schon, Stampfer. Muss treffen, danach brauchen wir nur noch einen einzigen Treffer, okay? Noch einen Treffer danach. Dann haben wir es geschafft. Das heißt, diese ganze Prozedur müssen wir einfach nur noch einmal wiederholen. Dann sind wir fertig, okay? Das Dublone. Mach mich stolz. Yeah, noch ein einziges Mal. Dann müssen wir noch die kleinen Scheißer loswerden. Und dann haben wir es überstanden. Übrigens, sicher wird die Frage jetzt aufkommen. Oh, shit, MOP. Warum hast du nicht Akub angegriffen? Das sollst du auch leicht ausschalten können. Weil er dann sofort wieder neue Verstärkungen holen würde. Die Sache ist, die Begleiter von den Herrscher-Pokémon auszuschalten, ist immer... Das lohnt sich irgendwie nie. Es bringt nie was. Stampfer. Der finale Stampfer. Komm schon. Komm schon! Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Gerade Vorgang. Ich glaube, es hätte keinen Käferbiss mehr. Okay, ja. Und Stampfer. Boom! Ja! Leck mich, du Fuckviech. Wird durch Ladevorgang eigentlich überhaupt... Fällt mir jetzt erst auf, der Angriff Funkensprung verstärkt. Ich glaube eigentlich nicht, oder? Bin mir unsicher. Und Steinoman ist auch Level... Das ist interessant. 50 und physisch oder 60 und speziell. Tut mir leid, Katapult. Tut mir leid, aber Antikraft ist ein besserer Angriff für Steinoman. So, mein Kleiner. Was hältst du denn von Pferdestärken, kleines Akub? Oh, ist das eine kleine Klammer? Willst du dich an mir festklammern? Das wird dich leider nicht vor dem Tod bewahren! Nein, komm schon. Willst du mich gerade verarschen? Willst du es bitte das Fuckviech ausschalten, Rastublone? Ja, seht ihr, ist auch kein One-Hit. Das heißt, ich hätte wenn ich versucht hätte, Akub auszuschalten, hätte ich beim Kampf gegen das andere Fuckviech, hätte mich das zwei Runden gekostet. Dann wäre es ja nächste Runde eh wieder gekommen. Da wäre nicht gut ausgegangen. Ihr habt euch ein paar Böhnchen verdient. Vor allem du, Rastublone. Unglaublich gute Arbeit geleistet. Unglaublich gute Arbeit. Es war knapp. Es war knapp. Aber der Wille zu leben hat alle Gefahren überstanden. Und ich sehe schon, du bist immer schmutzig. Du wälzt dich immer in deinen Fäkalien dank der Pferdestärke. Ich denke, das ist so der Pferde-Lifestyle. Und übrigens, ich hatte zwar anfangs von dem Part gesagt, dass das eine längere Folge wird heute. Aber ich hatte übrigens nicht geplant, die 50-Minuten-Marke anzukratzen. Das war die unerwartete Prüfung, die das Ganze jetzt ein bisschen unerwartet lange hat gehen lassen. Vorher wusste ich nicht mal, dass es mich eine Prüfung erwarten wird. Aber wie auch immer. Wir haben es bestanden. Ohne einen Verlust. Wundervoll. Aber es ist echt nicht schön, wenn man sein halbes Team nicht verwenden kann. Bzzzum. Hey, Schwabbelmann. Ich habe vergessen, dass du ein Schwabbelmann bist. Deswegen war hier also so wenig Platz in dem Raum. Ich verstehe. Hey, Chris. Haben meine Eltern angerufen? Marlon. Also Jonas, ich habe dir mal wieder eine richtig gute Figur abgegeben. Irgendwie männlich, ich habe von deiner Hilfe sichtlich profitieren können und dein Experiment war auch ein Erfolg. So wie es aussieht, wir brauchen dein bla bla bla. Für Energie bei Steuern. Ja, irgendwie männlich. Für den Sieg über den Herrscher Pokémon bekommst du von mir Z-Kristall Voltium Z. Ich glaube, ich habe kein Pokémon mit einem Elektroangriff, also vielen Dank. Was auch immer ich mit der Scheiße jetzt anfangen soll. Voltium Z! Prüfung bestanden!
Oh! Oh! Wundervoll. Ich verliere fast mein Höschen vor Freude. Schau genau hin. Aha. Ich bin mir sicher, die Diamantwelt, sie fliegt auf dich dafür. Dunkel, ich bin irgendwie wohler gefühlt. Jetzt, wenn du mir direkt ins Gesicht schaust, werde ich ganz nervös. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wo ist der Robotfarmer bedient? Nein, das ist die falsche Stimme. Es war Kukoi. Wie auch immer, können wir weitermachen. Ich gratuliere zum Bestand der Prüfung. Und auch dir vielen Dank, Captain Chris. Mein Herz rappt doch immer wie verrückt. Du bist zwar mein Cousin, aber ich liebe dich. Küss mich, du Trottel. Normalerweise werden Hochzeiten zwischen Cousins ja nicht gestattet, weil in der Lola-Region ist alles möglich. Wir werden es bald wagen. Willst du dabei sein, MOP männlich? Ich wirklich nicht. Ah, sehr humorvoll, MOP. Metallium Z. Schön. Der gute Kukui hat hier nämlich neulich etwas liegen lassen. Die Maske des Profs. Der Prof, nicht der Profi, sondern der Prof, der Professor. Kukui wollte zum Mali hier Ziergarten zurück. Entschuldigung für die Umstellung. Können Sie die Maske bei ihm abliefern? Ich bin auch noch da. Cool. Dann gehe ich jetzt die Maske abliefern. Lass mich alle in Ruhe. Oh Gott, dieses Herrscher-Pokémon. Das war ein bisschen traumatisch für mich gerade eben. Verdammte Scheiße. Das hat echt sehr viel mehr Widerstand geleistet als geplant. Vor allem, als die Fähigkeit Schwebe hatte. Ich war mir so sicher, dass es irgendeinen anderen Effekt hat. Irgendeine neue Fähigkeit oder so. Weil es war ja eines der ersten neuen Pokémon, die angekündigt wurden. Und die hat in der Regel eigentlich alle immer eine neue Fähigkeit, eine neue Eigenschaft. Aber vielleicht ist das neue von. Vielleicht hat sie auch eine neue Fähigkeit. Aber das ist dann die sekundäre Fähigkeit. Beziehungsweise. Die Alternative dazu. Pokémon können ja öfter mal zwei verschiedene haben. Vielleicht ist bei dem auch der Fall und einer davon ist Schwebe. Wie auch immer, ich würde sagen, liebe Leute, das war eine lange Folge. Und das war eine lange Folge. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.